Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Orga TV diese Woche. Wieder mit super schönen Themen. Wir haben heute wieder einen Europa-Beitrag, dann zum Wertstoffhof einen Beitrag und natürlich unsere Lifehacks. Hast du gestern das Deutschlandspiel gesehen? Ich habe es geguckt, ich muss also sagen, ich habe mir mehr erhofft. Also ich habe auf 3-0 getippt. Yeah. War nicht so geil das Ergebnis. Kam nicht so viel bei und Rom, du? Ja, ich habe auch geguckt. Wir gucken immer zu Hause mit einer Riesenmannschaft auf der Terrasse draußen. Das war richtig cool. Ich bin voll in Feierlaune, deswegen habe ich auch mein Trikot an. Unser Studio ist auch so schön dekoriert in Deutschland. Ah ja, wenn schon, dann schon. Ne? Genau. Ach so, sollen wir uns mal die Tabelle angucken? Ja, stimmt. Wir haben ja so eine tolle Tabelle, wo wir alle Ergebnisse aufschreiben. Sieht man? Sieht man alles? Ja, sieht man. Ja. So, und wir haben auch schon mal notiert, wer jetzt weiter ist. Also in der Gruppe A, sieht man, sind Frankreich und die Schweiz schon weiter. Hm. Auf jeden Fall, Albanien zittert noch ein bisschen. Und in der Gruppe B ist es Wales und England, gell, die weiter sind. Erster Platz Wales, zweiter Platz England, die sind auch schon sicher weiter. Und da natürlich in der Gruppe C, ganz wichtig, ist Deutschland auf dem ersten Platz und Polen auf dem zweiten und... Dann müssen wir auch noch warten mit dem dritten. Genau. Ja, überall. Und die Gruppe D ist schon weiter. Was ist das? Kroatien und, lass mal gerade gucken, Spanien. Ah ja. Gut, meine halben Wurzeln, Türkei. Also mein Herz schlägt natürlich auch für die Türkei. Ich hoffe, dass sie irgendwie es noch schaffen, sich da reinzumogeln. Es wäre traurig, wenn nicht. Ich hoffe für dich auch. Ich fiebere mit dir. Auf jeden Fall spielt Deutschland wieder am Sonntag. Um 18 Uhr, da müssen wir wieder einschalten. Ja. Wir halten euch auf jeden Fall aber auf dem Laufenden, wie es so weitergeht. So, jetzt erzähl mal. Heute, ich habe ja schon gesagt, schöne Beiträge. Was hast du für uns heute? Ja, ein Beitrag aus der Reihe zu interkulturellen Europastudien. Da hatten wir ja letzte Woche schon einen gezeigt. Und diese Woche mit der Professor Dr. Solte Kresser. Die forscht im Bereich europäische Traumkulturen. Also auf jeden Fall super spannendes Themengebiet. Oh ja, und den Beitrag, den zeigen wir euch jetzt. Was fasziniert Sie an dem Thema europäische Traumkulturen? Mich interessiert vieles daran. Es fasziniert mich vor allem, dass das ja ein ganz alltägliches Phänomen ist, dass wir alle träumen nachts, ob wir uns erinnern oder nicht, und dass das Material unser alltägliches Leben bereitstellt. Das leichte Verschieben oder Irritieren daran ist natürlich ein schöner Effekt für alle möglichen Kunstformen und Medien, sich damit auseinanderzusetzen. Das irritiert, das verwundert, manchmal ist man belustigt, manchmal gruselt man sich. Wie hier in diesem Ambiente, ganz genau. Und inwiefern lassen sich da Unterschiede zwischen den europäischen Kulturen erkennen? Also die größten Unterschiede sind vielleicht nicht so sehr die zwischen den einzelnen Nationen oder Kulturräumen innerhalb Europas. Das ist aber im Vergleich auch noch nicht so wirklich systematisch erforscht. Das ist eine der Aufgaben, die wir bewältigen wollen in den nächsten Jahren. Also man kann vielleicht vorsichtig sagen, dass Spanien und Osteuropa so ein kleines bisschen eine Sonderrolle einnehmen, dass aber ansonsten bis 1800 die Entwicklung einigermaßen homogen verläuft. Man würde, wenn wir jetzt Experten hätten, die für außereuropäische Kulturen zuständig sind, vermutlich größere Differenzen erkennen. Ja, wenn man jetzt Spezialisten für asiatische, für afrikanische Literatur befragen würde. Wir haben jetzt nur die Literatur innerhalb Europas im Blick. Und da würde ich sagen, dass historisch die Differenzen viel größer sind als zwischen den einzelnen Nationen und Kulturräumen. Also das
Funktionen von Träumen in mittelalterlichen Texten oft sehr anders sind als die von modernen oder Gegenwartstexten. Also dass sich diese Unterschiede vielleicht deutlicher herauszeigen lassen. Ja, jetzt habe ich den Standort gewechselt. Sind wir hier. Können Sie schon einen Ausblick geben, ob sich das, die Träume so im 21. Jahrhundert noch mal ändern werden im Vergleich zu jetzt vorangegangener Zeit? Also wir erforschen natürlich nicht echte Träume, sondern wir erforschen nur Träume in Kunstwerken, in Filmen, in Malerei, in Musik, in Texten. Und da kann man, glaube ich, ganz pauschal sagen, wie die Wirklichkeit sich ändert, die Welt sich ändern wird, so wird sich auch die Literatur ändern. Die hat ja sehr eng was mit der Realität zu tun und dementsprechend auch Träume. Das heißt, wenn wir uns jetzt versuchen würden, irgendein Szenario vorzustellen, ein historisches, ein politisches, eine Naturkatastrophe, warum sollte die nicht dann auch in Träumen vorkommen? Aber das ist nicht das, was uns primär interessiert. Wir würden fragen, ob die Kunst sich ändert. Wir sind da natürlich keine Wahrsager, sondern arbeiten mit den Texten, die uns bereits vorliegen. Ich könnte mir vorstellen, was spannend ist aus dieser Perspektive, ist nicht so sehr die Frage, ob die Träume sich ändern oder die Kunstwerke, sondern die Arten, wie Träume dokumentiert und aufgezeichnet werden. Weil im Moment die Forschung beispielsweise in Schlaflaboren oder in den Neurowissenschaften, in den Kognitionswissenschaften versuchen, Aufzeichnungstechniken zu finden, dass man nicht mehr über das Erzählen und Erinnern der Träume zum Trauminhalt gelangt, sondern dass man, man könnte sich ja ein Szenario vorstellen, das gibt es ja auch in Science-Fiction-Filmen, dass man gewissermaßen abbildet, direkt filmt und nicht nach dem Aufwachen fragt den Träumer, was hast du denn geträumt, und er versucht sich zu erinnern und erzählt dann natürlich immer schon nach einem bestimmten Muster. Das ist aber nichts, was ich selbst wirklich beurteilen kann. Wir haben allerdings eine Psychologin und Psychiaterin zu Gast aus Boston, aus der Harvard Medical School, die Deirdre Barrett, die sich genau mit solchen Themen auch beschäftigt, die zum Beispiel sagen würde, dass sich in den nächsten 10 Jahren in der Hinsicht sehr, sehr viel ändern wird. Ja, Sie fragten nach den unterschiedlichen Themen, nach den geschichtlichen Epochen. Eine wichtige Frage, die uns noch beschäftigt darüber hinaus, ist die nach den unterschiedlichen Medien, in denen Träume dargestellt werden. Also wir haben am Kolleg beteiligt Nachwuchswissenschaftler und Kollegen, die sich beispielsweise mit Filmen beschäftigen, mit der Musik, mit der Frage, was es bedeutet, einen Traum als Theaterstück auf die Bühne zu bringen, welche filmischen Techniken und Möglichkeiten es gibt, Träume abzubilden. So, ja. Das dazu. Genau. Hand aufs Herz. Wusstest du, dass wir an der Uni einen Wertstoffhof haben? Nein, das wusste ich tatsächlich nicht, aber gerade jetzt bei den Dreharbeiten mit der Solte Kresser, mit der Professorin, waren wir da, haben wir da so Orte gesucht und da sind wir zufällig irgendwie auch auf den gestoßen, sind wir da dran vorbeigelaufen und da haben wir uns schon gedacht, oh, die Uni hat einen Wertstoffhof. Waren wir gar nicht so bewusst. Genau, und zwar? Oh. Schlechte Nachrichten für unseren Professor. Island hat ein Tor geschossen. Oh nein. Okay, aktueller Stand, Island führt 1-0. Gegen Österreich, und Ungarn hat auch ein Tor geschossen. Und Ungarn hat auch ein Tor geschossen. Ich als Türke freue mich. Ach, die Türken freuen sich jetzt. Also ich habe was zu freuen, aber es ist natürlich schade für unseren Professor, weil Österreich zurückgeht. Aber das tun die bestimmt noch auf. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall. So, zum Thema, wo waren wir gerade? Wertstoffhof, genau. Unsere Uni hat, und das ist eine Besonderheit, das hat nicht jede Uni in Deutschland, einen eigenen Wertstoffhof. Also wirklich so richtig ein Wertstoffhof, ne? Und wir waren dort, weil wir haben gedacht, hey, eine Uni hat einen Wertstoffhof, was ist das, was gibt's da, was kann man da ablegen und hin und her. Und deswegen haben wir uns dort mal umgesehen und den Beitrag seht ihr jetzt. Wir waren für euch unterwegs und haben uns auf dem Wertstoffhof umgesehen. Herzlich empfangen wurden wir von Margret Stragern. Mein Name ist Margret Stragern. Die Universität hat mich für 2 Aufgaben bestellt. Einmal als Betriebsbeauftragte für Abfall und einmal als Leiterin des Entsorgungsbetriebes. Als Betriebsbeauftragte ist es vordringlich meine Aufgabe, die Universitätsmitarbeiter zu beraten in der Abfallverwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die 2. Aufgabe ist, die Mitarbeiter zu unterweisen und zu schulen in allen Belangen des Wertstoffhofes und der Entsorgungslogistik.
Als Leiterin des Entsorgungsbetriebes habe ich vordringlich logistische Aufgaben. Es ist manchmal nicht einfach, an allen Standorten hier auf dem Campus Saarbrücken, in der medizinischen Fakultät in Homburg, in den verstreuten Gästehäusern und in der Zeile in Dudweiler gleichzeitig alle Abfälle unproblematisch zu entsorgen. Außerdem habe ich als Leiterin die Aufgabe, die Kosten zu minimieren durch Preisvergleiche, Preisverhandlungen, Ausschreibungen und so weiter. Im Jahr 2007 hatten wir mit unserer alten Entsorgungslogistik sehr große Probleme. Die 3 bis 5 Kubikmeter großen Abfallbehälter wurden nur einmal wöchentlich geleert, und zwar donnerstags. Bereits montags waren sie völlig überfüllt und ihre Umgebung war mit Abfall übersät. Dadurch kamen auch Probleme mit Ungeziefer. Und ich habe mir eine neue Entsorgungslogistik überlegt, indem ich Abfallsammelstellen festgelegt habe, die gebäudenah sind. Und die Abfälle, die nach einem 3-Farbsystem schon im Gebäude vorgetrennt werden, rot für Restmüll, gelb für duales System und blau für Papier, werden an den Sammelstellen von einer Servicefirma eingesammelt und auf unserem eigenen Wertstoffhof zugeführt. Die Abfälle werden möglichst gut verwertet. Also wir nutzen viele Rücknahmesysteme, zum Beispiel kostenlose Batterierücknahmen, Leuchtstoffröhrenrücknahme, Kühlschrankrücknahme. Darüber hinaus versuchen wir, möglichst viel zu verwerten. Das heißt also, Elektroschrott und Metall verkaufen wir, was auch wieder unser Etat entlastet. Außerdem legen wir halt auch großen Wert auf die ökologische Komponente, indem wir alles sehr genau trennen und rückführen, wie zum Beispiel Holz, Grünschnitt. Also alles wird sehr exakt der Verwertung zugeführt und möglichst wiederverwertet. Außerdem spielt natürlich auch der ökonomische Aspekt eine große Rolle. Zu unserer Freude hat auch dieses System sehr viel Geld eingespart. Im ersten Jahr schon gleich 100.000 Euro. Das war hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, dass wir keinen Fremdeintrag mehr hatten. Die Sammelstellen sind nicht für jeden klar erkennbar und so ist auch der Anreiz nicht mehr gegeben wie zuvor bei den Großbehältern, dass man mal schnell seinen Privatmüll ablegt. Und das hat dazu geführt, dass die Gesamtmenge des Abfalls um 50% reduziert wurde durch die Einführung des neuen Systems. Ganz abgesehen davon, dass wir vorher halt für Elektroschrott und Metallentsorgung Geld zahlen mussten und jetzt, da wir so eine exakte Trennung eingeführt haben, sogar Geld damit verdienen können. Ich bin von der Universitätsleitung beauftragt, dauerhaft abzuprüfen, dass wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz einhalten. Das machen wir aber anscheinend so gut, dass wir uns sogar als Entsorgungsfachbetrieb zertifizieren lassen können. Das machen wir jetzt schon im 5. Jahr in Folge und damit sind wir auf der sicheren Seite. Das ist eine der 50 Sammelstellen, die wir 2009 angelegt haben, um die Großcontainer zu ersetzen. Seitdem entsorgen wir täglich und nicht nur einmal wöchentlich. Hier sind auch Kartonagen angedient. Man könnte auch kleinteilige Abfälle wie Stühle, Computer, Tonerpatronen und so weiter andienen. Auch die Fachschaft und der ASTA können alle 50 Sammelstellen nutzen. Die Servicefirma beginnt mit ihrer Sammlung um 8 Uhr morgens und bis 11 Uhr ist der Campus weitgehend abfallfrei. Aber natürlich nur, wenn sich alle an die Vorgaben halten. Das sind die Abfalltrennsysteme, die wir überwiegend in Hörsälen und Foyers einsetzen. Die rote Farbe steht bei uns für Restmüll. Damit sind zum Beispiel Essensreste gemeint. Papier, da könnten auch die Korbi der Kaffee-to-go-Becher rein und die Deckel davon hier bei gelbem Sack, duales System. Und wir wären froh, wenn die Abfalltrennung fleißig genutzt würde, weil die Universität wirklich hier auch viel Geld sparen kann. Sie sehen im Hintergrund den Sortiervorgang. Die Servicefirma hat jetzt an den Abfallsammelstellen die Abfälle sortiert, eingesammelt und ordnet sie jetzt den Großcontainern zu.
Links wird das in den blauen Säcken das Papier in die Papierpresse gebracht und rechts die roten Säcke werden in die Restmüllpresse eingefüllt. Die einzelnen Abfälle, wie zum Beispiel Leuchtstoffröhren, werden später im Hintergrund in Stellagen eingeräumt. Vertrauliche Akten werden entsorgt. Diese werden persönlich im Büro abgeholt und bis zur Entsorgung gut bewacht und verschlossen in diesen Container untergebracht. Wir nutzen verschiedene Rücknahmesysteme, zum Beispiel hier für CDs und DVDs. Hier haben wir zwei Systeme, einmal von NABU, wo auch ein Beitrag bei dem Handyrecycling an die NABU geht. Und jetzt ganz neu eine Aktion der Staatskanzlei, die Landesregierung legt Wert darauf, dass hier nachhaltig gearbeitet wird im Saarland. Diese Batteriesammelbehälter sind campusweit eingesetzt. Wenn sie voll sind, kann man sie über die Abfallsammelstellen andienen. Weitere Informationen findet ihr auf der Internetseite sowie die Kontaktdaten von Frau Stragand. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an sie wenden. Hier wird das Grundprinzip erläutert, sowie Gegenstände aufgelistet, die angenommen werden, wie auch diese, die nicht angenommen werden. Auf der Internetseite findet ihr auch das Formular zur Beantragung der Abholung großer und sperriger Gegenstände. Wenn ihr wissen möchtet, wo sich die Sammelstellen befinden, klickt auf den Link und es wird ein Lageplan geöffnet. Die roten A's weisen auf die Sammelstellen hin. Also ich fand, das war ein ganz spannender und interessanter Beitrag auch, dass unsere Universität des Saarlandes einen Wertstoffhof hat. So, wir wollen natürlich auch Vorbild sein. Mhm. Wir hatten nämlich vorher in unserem Studio nur ein Behälter, also eine Mülltonne quasi, wo wir alles reingemacht haben. Da hat die Frau Stragand schon mit uns geschimpft. Deswegen haben wir uns jetzt auch die Eimer besorgt für unser Studio. Rot für Restmüll. Gelb für, bei uns ist das gelber Sack, also für Plastik haben wir jetzt auch. Und blau für Papier. Wir gehen gut, mit einem guten Beispiel voran. Und an alle Studenten und Mitarbeiter der Universität, bitte nutzt diese Behälter. Trennt schön, damit kann die Uni sehr viel Geld sparen, wie ihr im Beitrag gesehen habt. Ich finde das gut. Wir machen das zu Hause auch immer so. Ist eine gute Sache, ne? Ja, auf jeden Fall. So, ja. Und jetzt zurück zur EM. Von den Mülleimern wieder weg. Wenn ihr mal jetzt demnächst vielleicht auf ein Public Viewing eingeladen seid bei euren Nachbarn und ihr sollt vielleicht was Kleines mitbringen, so zum Essen, da haben wir auch wieder für euch einen super Lifehack gemacht und den zeigen wir euch jetzt. Ihr seid spontan abends verabredet und wollt noch etwas Kleines zu essen mitbringen? Hier haben wir für euch ein paar Ideen. Zuerst der Snack Wrap. Dazu braucht ihr Wraps, Kräuterfrischkäse, Tomaten, Salat und Hähnchenfleisch. Zuerst das Fleisch anbraten, den Wrap kurz erhitzen und mit Frischkäse bestreichen. Dann mit Hähnchenfleisch, Tomaten und Salat belegen. Natürlich könnt ihr den Wrap auch beliebig anders belegen. Jetzt einrollen und nur noch in kleine Stücke schneiden. Lecker! Sehr schnell gehen auch die Blätterteigschnecken. Hierzu braucht ihr nur den Blätterteig, Speck und Käse.
und Käse auf den Teig verteilen, einrollen und in kleine Stücke schneiden. Diese auf ein Backblech legen und bei 180 Grad 10 Minuten im Ofen erhitzen. Das duftet. Schon sind sie fertig. Super lecker sind auch die Schmandwurst. Dazu braucht ihr 400 Gramm Schmand, 200 Gramm Käse, 6 Scheiben Kochschinken, Salz, Pfeffer und 10 Toastbrotscheiben. Zuerst schneidet man den Schinken, dann geben wir den Schmand dazu und dann den Käse. Jetzt nur noch verrühren und auf die Toast streichen. Das Ganze für 10 Minuten in den Ofen und fertig sind wir. Also ich muss sagen, jetzt wo ich das gesehen habe, kriege ich richtig Hunger. Das sah lecker aus. Also ja. Nach der Sendung werde ich erstmal was essen gehen. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Schade. War heute ein bisschen kurz und knackig, aber schade der auch mal nicht. Ne? Ja, wir wollen jetzt noch Österreich die Daumen drücken. Genau. Spielstand ist wie vorhin 1-0. Wir drücken Österreich natürlich fest die Daumen. Ja. Aber nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Wir haben jetzt den Beitrag von der Bundeswehr für euch und auch noch wieder einen Beitrag zu Europa. Ja. Bestimmt sehr spannend. Und es kommt entweder nächste Woche oder übernächste Woche kommt so ein kleiner Lifestyle-Beitrag von uns. Ach ja, cool, ja. So ein bisschen was für die Mädels nochmal unter euch. Da machen wir hier live. Genau. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, weil es wird, also theoretisch ist es schon eine super Idee. Ne? Ja, ja, darf uns niemand klauen, genau. Ja, auf jeden Fall schaltet wieder ein nächste Woche. Und was ihr bis dahin macht, um es mal mit den Worten von unserem Professor zu sagen. Machen Sie, was Sie wollen. Mir ist das jetzt wurscht.